Jo, ich komme sofort nach. Und Richteratoren sind fertig, die ich bis jetzt bauen kann. So, ich Also ich folge. soll Rotoren machen, sagt das, Genau. ne? Ich gehe mal rüber zum Weltraumlift und sorge dafür, dass der mal bei mir auch angezeigt wird. Muss eine Etage hoch. Hopp. Nein! Nicht, jetzt bin ich zwar abgesprungen. Scheiße. Und essen sollte ich vielleicht auch mal wieder. So. Ach ja, wo ist. Müssen wir gucken, dass die ganze Anlage hier zu Hause mal abgerissen bekommen. Dass wir immer noch nur an den grundsätzlichen Sachen sind, ne? Ja. Was war das hier für eine Quelle? Das hier war Kupfer, habe ich gesagt, ne? War das Kupfererz, was hier verarbeitet wird? Oder war das Kalk? Ja, Kupfer ist das. Habe ich noch Kupfer? Ich stell dir jetzt mal vor, wir hätten Schrauben und Draht. Gut, ich warte jetzt nicht, aber Schrauben, Rotoren, modulare Rahmen, Boah. sowas alles würden wir auch schon fertig produzieren. Oh Gott. Können wir eigentlich Weißt machen, du, wie viel aber. Arbeit das ist? Können wir eigentlich machen. Ja, können wir machen, aber wann? In den nächsten 3 Jahren. Oh So. Gott. Kriegen die Rohstoffe ja noch nicht mehr. So, die Schmelze kann weg. Sorg mal dafür, dass hier mal ein bisschen was wegkommt. Außer die großen Kisten, die müssen, glaube ich, noch da bleiben. Jo. So, was will denn der Weltraumlift? Doch, Kollege, was willst du? Kann ich mir eigentlich den Weltraumlift markieren? Gar nicht. Das ist doof. Musst du mir alles von Hand markieren. So. Dauert ja lange. Was brauchen wir denn für einen Stahlrahmen? Modularer Rahmen. Was braucht man denn dafür alles? Nächste Frage. Wer bist du? Keine Ahnung. Gut, ich brauche. Ah, verstärkte Eisenplatten. Leck mich am Arsch. Ich krieg nochmal verstärkte Eisenplatten. Platten und Schrauben. Oh Mann, ey. Platten und Schrauben. Und Schrauben kriege ich aus Rohre. Die Lager, ne, von den Eisenrohren, die sind alle voll unten bei uns. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr, weil wir so viel brauchen. Ja, ich brauche. Ich mach grad mal Schrauben. Ja, muss ich auch machen. Warte mal kurz. Hä? Achso, ja. Schlau. Warum kann ich keine Schrauben mehr machen? Vielleicht weil mein Inventar voll ist? Mit Stahlrohr, die ich mir gerade vielleicht genommen habe. Ich hoffe, der eine Slot reicht. Wir werden sehen. Ja, wird nie in dem reichen. Es sei denn, ich kann 500 Stacken haben. Eventuell. Nein, das wird nichts. Scheiße. Ach, wir haben noch 18 Rotoren, sehe ich gerade. So, dann hier. Da, Schrauben. Wie viele verstärkte Platten brauche ich jetzt? Und wie viele modulare Rahmen brauche ich auch? Leck mich doch am Arsch hin her, hin her. Gucken. Wir brauchen 500. Was? Jetzt muss, okay, jetzt muss ich rechnen. 500. 1400 oder sowas. Steckte Eisenplatten. 500 mal 3 müssen das sein, wenn ich das richtig lese. Das heißt, ich brauche 150 Eisenplatten. Also verstärkte. Ja. 1500 brauchst du. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann ja. Viel Also ich Spaß, ne? brauche, also ich brauche immer, also das Ganze mal 3. Viel Spaß, ne? Ja, den habe ich. Yay. Ich mache mir erstmal ganz viele Schrauben.
So, dann habe ich noch, was habe ich hier noch? Kohle und Kupfer, die kann ich eigentlich noch aufs Förderband schmeißen. Obwohl die Kohle nicht, dazu muss ich ja runterrennen. Oh Mann. Vielleicht verarbeite ich die einfach mal so. Komm, die mache ich jetzt auch fertig. Die 500. So. Ja, scheiße, wohl wieder einen freien Platz. Und fertig. Nehmen die Eisenbahn da. Das ist nervig, dass wir alles per Hand jetzt machen müssen. Ja. Sollten wir eigentlich echt mal auslegen für, dass wir vielleicht mal entweder ein neues Stockwerk machen oder eine neue Halle, wo wir verschiedene Sachen noch kombinieren können. Ja, da haben wir ja schon einen Teil für, ne? Ja. Ja, ist das Manufaktor heißt der. Genau. Den haben wir ja noch nicht benutzt. Stator wollte ich haben, also brauche ich die hier. Ich guck mal, dass ich dadurch mein Inventar mal ein bisschen aufgeräumt kriege. So, verstärkte Eisenplatten will ich noch bauen. Modulare Schrauben, ich verbrauche. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Stacks voll und dann nochmal 406 Schrauben. Per Hand gefertigt. Perfekt. Und bei dir so? Keine Ahnung, wie viel ich von Hand gemacht habe, aber mit den Rotoren bin ich zu 80% fertig. Und du so? Ich brauche noch. Ich gucke jetzt, dass ich die ganzen Rohre durch Schrauben ersetzt bekomme. Dann klopfe ich mein Inventar noch voll mit Platten. Dann kann ich verstärkte Eisenplatten machen. Und wenn ich die habe, kann ich modulare Rahmen machen. Yay. Läuft bei dir. Das ist ätzend. Aber jetzt stell dir mal vor, wir müssen das alles weiterverarbeiten. Wir müssen die Zwischenlager, die haben wir ja. Wir müssen dafür darauf achten, dass die Zwischenlager permanent noch voll bleiben. Und immer nur so halt ein paar Sachen abgeben zur Weiterverarbeitung. Weil von den Zwischenlager brauchen wir auch noch Material. Ja, müssen wir mal schauen, wie man das macht. Ich habe echt noch gar keinen Plan, ne? Ja. Wenn man irgendwie sagen könnte, dass er vielleicht von der Einlagerbox nur verwenden darf, weißt du? Dass er vielleicht immer 50% nur abgibt oder so. Ja, dann hat man ja genügend von dem anderen noch. Ja. Oder wir machen ernsthaft eine zweite Halle auf. Eine komplette zweite neue Halle, wo wir nur auf Kombinationen von verschiedenen Produkten gehen. Ja gut. Bei Eisen zum Beispiel geht das ja. Wir haben ja Eisen jetzt, wie viele Quellen noch? 5? Eisen haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Quellen, von denen ich jetzt weiß. Und 2 auf der anderen Seite, ne? Ja. Da wo wir die eine Kupfer- und Kohlebahn angeschlossen haben, ne? Ja, also da hätten wir kein Problem. Das einzige Problem, was ich sehe, ist im Moment Kohle, ne? Ja. Da haben wir, kennen wir nur 2 Quellen im Moment. Und die andere ist noch was weiter entfernt. Ja. Gut. So, gleich habe ich meine ganze Stahlrohre im Inventar weg. Die Rotoren habe ich jetzt alle. Dann kannst du die restlichen, ich glaube 12 oder 18, keine Ahnung, einsammeln, die wir hier in unserer Hauptzentrale ich haben. Ich habe schon genügend alle gemacht. Ja gut. Nur Rotoren habe ich noch keine. Beziehungsweise... Ja, Rotoren Stadttoren. Also. Stadttoren kann ich ein paar machen. Ich mache die gerade mal fertig, dann gebe ich dir die, dann kannst du die Motoren fertigen. Ja, wir wollen das jetzt insgesamt nochmal, würde ich das mal gucken. 150 Motoren. Das waren Rotoren und Stadttoren, braucht man dafür nur? Ja. So, ich schmeiß die mal direkt hier an der anderen Box, an der anderen Station hier rein. Ganz linke Box. Das sind jetzt die, die ich bis jetzt fertigen konnte. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin gerade dabei, noch die modularen Rahmen fertig zu machen. Dafür wollte ich jetzt haben... erstmal Platten. So, also für die
Stadttoren musst du noch mal was machen? Für die Stadttoren brauchst du Eisenstangen, also Stahlrohr. Stahlrohr und Kupfer. Einfach nur mit diesem Draht. Kriegt man denn Stahlrohre? Haben wir hinten, ne? Stahlrohre kriegst du. Ja, die haben wir jetzt bei uns in dem Lager unten. Ja. Vielleicht brauchen wir mal so einen Kilometerzähler. Oh Mann, ey. Bin ich froh, wenn wir den Meilenstein hinter uns haben. Weil dann haben wir ja erstmal keinen neuen, ne? Das ist ja kein Meilenstein. Ja, ja gut. Die Meilensteine sind aber hoffentlich einfacher. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Die Produktion bei Stahl ist sehr langsam, ne? Ja gut. Die Zulieferförderbänder sind fast leer. Ja, von Kohle. Dann musst du doch nochmal anschließen. Ja. Dann reicht die eine Quelle nicht. Dadurch ist die Produktion dahinter nochmal richtig leer. Oder übertakten. Den Bohrer. Ja. Oder direkt den MK2 setzen. Macht eigentlich mehr Sinn, bevor wir übertakten. Ja. So, wo ist der modulare Rahmen? Dafür brauche ich wieder Stahl. Den modularen Rahmen brauchst du Stahl? Eisenstein meine ich. Ich sage immer, ich verwechsel die beiden immer. Eisenstangen und Stahlrohre. So. Ich kann jetzt gerade 41 Statoren machen. Da ist doch schon mal was. Obwohl, kommt vielleicht 20 Motoren bei raus. Eisenplatten brauche ich wieder. Sprich, ich brauche wieder normale Platten. Platten, 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 da, verstärkter. Können die beiden Lager, die Rohr- und Plattenlager, bald auch komplett abreißen? Fast leer. Ja, die lernen sich immer weiter. Auf jeden Fall, solange ich hier noch stehe. Warum kombinieren wir die Scheiße nicht einfach maschinell? Weil das nochmal ein bisschen mehr Arbeit ist. Ja gut, aber überleg mal, wie lange wir hier stehen müssen. Einfach die Scheiße kombinieren, MK2 austauschen und fertig. In der Zeit können wir dann noch uns optimieren kümmern. Das stimmt. Naja. Ist das aufregend? Und sonst so? Ja, es ist nicht sehr sonnig draußen, ne? Was haben wir eigentlich danach vor? Ich würde erstmal schauen, was die Meilensteine sagen, ja? Ja, gut. Wir werden mit dem Weltraumlift ja jetzt doch zahlreiche Meilensteine freischalten, ne? Also, ja. Freischalten, aber offenlegen, ne? Scheiß drauf. Ich würde eigentlich sagen, bevor wir irgendwas wieder weiter in der Forschung machen, müssen wir unsere Produktion besser in den Griff bekommen. Vor allem im Bereich Stahl. Ich sag mal Beton, Eisen, Kupfer, auch wenn irgendwo Staus sind, ist okay, weil wir produzieren im Endeffekt sehr viel von den Sachen, ja? Ja. Problem im Moment ist definitiv Stahl, weil von Stahl produzieren wir gerade ultra wenig. Die Förderbänder, wenn du mal guckst, sind richtig leer, ne? Na, okay. Guck mal, dass ich gleich mal den MK2 baue. Ja, am besten an beiden, ne? Bei Kohle und bei der einen Eisenmine. Aber das wird das Problem im Endeffekt auch noch nicht komplett lösen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich 2 Kohleminen und 2 Eisenminen dafür. Oh,
scheiße. Und das ist dann nochmal viel Arbeit. Ja, klar. Apropos Arbeit, ich glaube... Ja. Ich muss das jetzt nicht alles aufnehmen, wie ich hier 3 Stunden an der Werkbank stehe. Nee, eigentlich nicht. Ja, dann werde ich jetzt hier einfach mal einen Cut setzen. Und sobald wir irgendwie anderes machen oder uns dem kurz davor den Meilenstein zu erreichen, dann die... Wie heißt der? Das ist ja kein Meilenstein, wie heißt das Ding da hinten? Ja, der Weltraumlift halt. Ja, wenn wir das Material für den Weltraumlift zusammen haben, dann spätestens dann geht's weiter. Oder wenn wir was anderes machen. Dann, ja, bleibt nicht viel zu sagen. Bis dann, ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die 2 Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Schlaf nicht! Oh mein Gott!